Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. In der letzten Folge sind wir hier auf dieser Insel mit dem Wayne gestrandet und der hat den Verstand verloren. Er gibt uns die Schuld für all dem, was passiert ist, denn Rackham hat unser Schiff und auch unsere Crew gestohlen, genauso wie genauso wie die von Wayne, die übrig geblieben sind. Kann. Huch. Was macht er denn? Hallo. So, und dann hätten wir drei Tiere außerdem noch gehäutet. Damit das optionale Missionsziel eigentlich erfüllt, genau. Nee, hoch will ich eigentlich gar nicht. Ich möchte mir gerne diese Schatzkarte holen, die sich da unten befindet. Es ist nur gefährlich nahe, dieses Krokodil ist dort hinten. Okay. Eine weitere Schatzkarte. Ich glaube auch nicht, dass wir davon alle suchen werden, beziehungsweise finden werden. Gut, dann machen wir Rackham mal hinterher. Nur einer von uns zwei wird die Insel lebend verlassen, Waliser! Denn ich segle nicht in einer Welt, die mit deiner Visage gestraft ist! Ja, komplett wahnsinnig. Und was hat er denn da für Geschütze? Luftattentat auf Wayne verüben, ja. Wird schwer genug werden. Okay, die Frage ist, wo machen wir lang? Da lang. Fetzen sind alles, was von dir bleiben wird, Conway. Dass der aber auch immer weiß, genau weiß, wo wir sind. Ist auch sehr ärgerlich. Ich treib dich raus! So ein Vollidiot. Ich spreng dich in die Hölle. Na. Pass mal auf, dass ich nicht dasselbe mit dir tue. Ich treib dich raus. Lass dir mal ein paar neue Sprüche einfallen. Langsam langweilig. Ich schieß dir was weg. Sind alles, was von dir bleiben wird, Conway! Gottverdammter dreckiger Hund, Wayne! Ja, du Waschlappen! Du hast es nicht mal zu Ende gebracht! Verflucht noch eins! Ist das mein Lohn dafür, dass ich an die Menschen glaube? Dass ich selbst einer dreckigen Ratte wie dir ein Mindestmaß an Verstand zutraue ab und zu? Vielleicht hatte Hornigold recht. Vielleicht braucht die Welt wirklich Männer mit Ehrgeiz, damit Kerle wie du nicht immer alles vermasseln. Oder vielleicht... Vielleicht hast du nicht die Eier, ohne Reue zu leben. Hat mir keinen Platz in der Hölle frei, Scheißkerl. Ich komme nicht so bald. Okay, wir haben ihn also am Leben gelassen.
Nein, wir dürfen jetzt noch nicht gehen. Oh, da war noch übelst viel Zeug, was ich holen wollte. Aber es war eine echt coole Mission. Und dass Wayne so ausgerastet ist, ich sag mal, es gefällt mir sehr gut. Es war auch, man musste ein bisschen logisch nachdenken. Man musste immer dann laufen, wenn Wayne gerade nicht schießt, sondern mit seinen Bomben wirft. Ja, und wir setzen mal fort, aber ich will jetzt noch nicht aufs Schiff. Oh, nein! Ja, und welches Schiff kommt denn da jetzt wieder an? Frage ich mich. Ganz allein einen Fischkutter gestohlen. Bemerkenswert, Captain. Dem Schwachkopf meine Brick wieder abzunehmen auch. Wieder einmal danke ich euch. Der Blindgänger hat nicht mal 2 Monate gebraucht, bis er zurückgekrochen kam nach Nassau. Hat gleich das Pardon angenommen. Ich musste, Leute. Dieser Rogers hat es auf mich abgesehen. Halt dein Maul, Rackham. Also, was nun? Jagst du noch deinen flüchtigen Reichtum? Ei, bald hab ich ihn. Der Heimathafen des Weisen ist Kingston und sein Schiff ist die Princess. Du musst deinen Ehrgeiz besser nutzen, Kenway. Such den Weisen mit uns. Ich ertrage dich und deine Mystiker nicht, Mary. Ich will das schöne Leben kosten. Das leichte Leben. Ein ehrlicher Mann hat kein leichtes Leben, Edward. Und sich danach zu sehnen, das schmerzt am allermeisten. Also gut, Rackham. Zurück aufs Altenteil. Ich segel da jetzt. Ich mache jetzt direkt noch eine Schnellreise dort zurück, da wisst ihr. Hört aber sowas von bisschen. Wo waren wir denn da? Waren wir da? Grand Cayman? Waren wir bestimmt. Das war ja dort in der Nähe, oder? Kann ich jetzt keine Schnellreise dorthin machen, oder was? Ach, das ist doch jetzt. Naja, bevor wir jetzt in den See stechen, würde ich sagen, müssen wir erstmal unser Schiff wieder aufmöblieren. Also Munition und all sowas. Oh, steht ja direkt hier. Was darf's denn heute sein? Na gut, reparieren wir den Jet da eben mal. Oh, ganz schön viel hier. Okay. Ach nein, kaufen wollte ich da auch noch. Danke für euer Vertrauen, Captain. Ja. Was darf's denn heute sein? Munition wollte ich dann auch kaufen. Ach, haben wir sogar so viel. Ach, wir hatten so für uns, hatten wir nicht sehr viel. Ein andermal dann. Ach, jetzt haben wir sie wieder, okay. Urplötzlich. Vielleicht können wir hier noch was kaufen. Ein bisschen was ausbauen. Ein guter Kapitän sorgt für seine Männer, ja? Die Matrosen sind, wie sagt man, enttäuscht, dass es hier keine Frauen gibt. Ja, ich ja. Weiß, wo wir welche finden. Aber wir müssen ihnen ein Zuhause bauen. Ist schon klar, 15.000, das können wir uns aber allerdings nicht leisten. Also müssen wir das leider ablehnen. Und das da unten war auch zu teuer, glaube ich. Das war auch in dem Preisniveau. Hä, auf welcher Insel waren wir denn gerade? Mit Wayne. Dass Rackham sich so einfach schnappen hat lassen, dass...
Ja, spricht dann für sich. Dass er wirklich ein extrem schlechter Captain ist. Captain ist am Steuer. Schnellreisemenü öffnen. Kann man denn wirklich nirgendwo schnell hinreisen? Ne, wir können nirgendwo schnell hinreisen. Das heißt, wir müssen vielleicht einfach mal so in den See stechen. Und dann schnell reisen. Jetzt können wir doch ganz bestimmt dort eine Schnellreise hinmachen, oder? Nee, warum können wir da? Da geht's. Moment mal, es ist doch gar nicht hier gewesen. Ja, auf welcher Insel war das denn? Es war eine Insel mit mindestens zwei Maya-Stelen. Was es hier ja gar nicht gibt. Hä? Waren wir hier? Ich glaube. Ich mache mal da nochmal eine Schnellreise hin. Ich glaube, hier waren wir. Wie sind wir denn da runtergekommen? Alter. Ich hab genug. Captain Kenway, gerade rechtzeitig. Ja, vier Crewmitglieder, obwohl nur zwei hier rumstanden. Nicht alle nachladen? Wäre viel praktischer. Aber ich glaube, das war hier. Naja. Stimmt schon. Dann mache ich mich mal auf zu dem roten Brüllaffen, denn den brauchten wir noch für irgendwas. So. Ja. Ich dachte schon, jetzt kommt er da nicht hoch. Was ist denn hier los? Wie kommen wir denn von da nach da? Das ist so die Frage, die ich mich gerade stelle. Kommt man nicht von hier noch irgendwie anders hin? Hä? Sind wir von hier überhaupt? Das sieht doch völlig anders aus gerade als wie beim letzten Mal. Ugh.
Gut, hier brauchen wir nicht für irgendwas, oder? Buckelwal. Weißer Hai. Oh, die Pelz kann ich im Pelz. Schwertwal. Bullen. Kapuzineraffen im Pelz. Pelz. Ja gut, da haben wir eigentlich genug. Kann ich... Wieso ist diese Herstellung derzeit nicht möglich? Ach, dafür brauchen wir einen Ocelot-Pelz. So. Hier, rote Brüllaffen für den, was? Jägermontur. Krokodil brauchen wir jetzt nicht unbedingt nochmal. Brauche ich mich mit dem auch nicht anlegen. Zwangsläufig. Nein. Meine Güte, ey. Das war jetzt ziemlich buggy. Sind noch nicht nah genug dran. Jetzt aber. Okay. Da hätten wir den. Und jetzt könnten wir die... diese Jägermontur herstellen. Und das können wir auch herstellen, okay. Ich würde sagen, das mache ich jetzt einfach mal. Eine Schlafteil 1 können wir auch mal herstellen. Da bräuchten wir jetzt auch nochmal Pantherpelz. Pantherpelz, das waren Jaguare, die wir hier, die man hier auf der Insel hatten, hä? Okay, dann würde ich sagen, mache ich mich, ich hätte da wahrscheinlich direkt synchronisieren sollen, da hätte ich auch direkt dorthin reisen können. Ja, trafen wir jetzt mal die Montur. Passt vielleicht nicht so ganz zu den Piraten, der wir sind, aber... Das ist eigentlich auch ganz schnieke. Frage ist, gehen wir jetzt da lang oder da lang? Ich glaube hier lang. Mir reicht's. Ach, das sind doch Panzer, okay. Warte mal. Und für das andere brauchen wir Jaguar, ne? Für die Beutel. Für die Pfeilbeutel? Ne, für die. Für was denn? Für die Wurfpfeilbeutel. Ach so. Ach, die haben wir ja noch gar nicht. Ja, ich bin auch ein Genius. Und wo komme ich jetzt? Ich glaube, ich muss hier lang.
oder? Nee, ich gehe falsch. Hä, ich blick gerade nicht, wo ich lang muss. Ich bin doch trotzdem von hier gekommen, oder? Mann, diese Insel ist so verwirrend. Da hinten wahrscheinlich lang. Das wird es sein. Hui. Ja, und ob was wir jetzt alles noch finden werden hier auf dieser Insel, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Ja, nun hat sich doch alles zum Guten gewendet. Wir konnten Vayne ausschalten. Ja, zu bedauern eigentlich. Oder ausgeschaltet haben wir ihn eigentlich gar nicht. Wir haben ihn am Leben gelassen. Ja, keine Ahnung, was nur aus dem geworden ist. Und ja, Rackham hat sich irgendwie selbst ins Aus manövriert. Ja, er wurde von unseren Kollegen geschnappt. Von Kids namens Mary, also sie ist ja wirklich eine Frau. Er ist in Wirklichkeit eine Frau, oder ich weiß gar nicht, wie man es sagt. Ist auch egal. Auf jeden Fall haben wir unser Schiff wieder. Und jetzt sind wir nochmal zu dieser Insel zurückgeschifft und, ja, denn ich wollte noch gerne alles mitnehmen, was man hier so finden konnte. Nämlich eine Maya-Stele bleibt noch offen und außerdem haben wir noch diesen, ja, diesen roten Schimpansen, erledigt und haben wir diese Jägermontur bekommen und ja, dann schauen wir mal, was wir noch sonst noch alles finden und danach würde ich sagen, begeben wir uns nach Kingston, denn da soll sich ja Roberts befinden, den wir eigentlich suchen. Naja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen und angenehmen Tag. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao.